Haben Sie gewusst, dass es eine Schule nur für Dachdecker gibt, in der zwar Schulbänke stehen, aber auch ganze Dächer, an denen die verschiedenen Eindeckarten geübt werden können? So wie im Bundesbildungszentrum des Deutschen Dachdeckerhandwerks in Main. HWK-TV berichtet über den Alltag. Eine Frage, die ich direkt an den Geschäftsführer Arthur Wirschem stelle. Herr Wirschem, wie lautet Ihr Bildungsauftrag? Unser Bildungsauftrag gliedert sich in drei Bereiche. Dazu gehört an erster Stelle der Bereich der Meisterausbildung, den wir dergestalt also ausfüllen, dass wir jährlich einen Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung im Dachdeckerhandwerk anbieten für alle vier Teile der Meisterprüfung. Die Teilnehmer werden in allen Bereichen Theorie und Praxis, die für die Meisterprüfung erforderlich sind, ausgebildet und kommen aus ganz Deutschland, das heißt also gesamtes Bundesgebiet plus benachbartes, hauptsächlich deutschsprachiges Ausland wie Luxemburg, teilweise auch Belgien und Österreich. Der zweite Bereich, in dem wir tätig sind, ist der der Erstausbildung, und zwar als überbetriebliche Ausbildungsstätte für das Dachdeckerhandwerk. Allerdings jetzt beschränkt auf die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland. Das heißt also, alle rheinland-pfälzischen und saarländischen Dachdeckerlehrlinge kommen hier zu uns nach Main und absolvieren hier im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung die sogenannte überbetriebliche Ausbildung, die die betriebliche Ausbildung ergänzt. Wir haben zurzeit aus den beiden Bundesländern ca. 750 Lehrlinge, die wir hier in insgesamt 14 Wochen über drei Jahre verteilt überbetrieblich, also zusätzlich reine fachpraktische Lehrgänge in der Form also ausbilden. Der dritte Bereich ist der der Weiterbildung, das heißt also alles, was keine Meisterprüfung und Erstausbildung ausmacht, wird im Bereich der Weiterbildung angeboten. Da haben wir jährlich etwa 70 Veranstaltungen, die wir durchführen und anbieten, hauptsächlich in den Wintermonaten, denn im Sommer muss man und kann man für Dachdecker an für sich nichts anbieten, weil sie dann eben draußen auf den Dächern arbeiten, aber im Winter ist eben die Zeit der Weiterbildung. Dann geht es witterungsbedingt runter von den Dächern und rein in das Bundesbildungszentrum des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Meisterschüler teilen sich dann die Hallen mit den Lehrlingen. Beides, Ausbildung und Meisterprüfung, garantiert das hohe Niveau des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Die Ausbildung in den Betrieben und die überbetriebliche Lehre hier vor Ort sind sicherlich die Grundlage für den weltweiten Spitzenplatz, den das deutsche Dachdeckerhandwerk einnimmt. Herr Bischof, Sie sind Dachdeckermeister, Obermeister und seit vielen Jahren in der Lehrlingsausbildung engagiert. Muss uns um die Qualität unserer Dächer also nicht bange sein? Und was tut das Fachhandwerk selbst, um diesen Spitzenplatz zu behaupten? Denn ein Selbstläufer ist es sicherlich nicht. Ich sage einfach mal nein. Wir haben den Spitzenplatz und wir wollen ihn auch behalten. Das zeigt sich auch darin, schon weil Sie gefragt haben, die Weltmeisterschaft. Wir sind schon mehrmals Weltmeister gewesen. Dies ist die Geburtsstätte der Weltmeisterschaft, sage ich mal, von Rheinland-Pfalz. Wir hatten im vergangenen Jahr wieder einen Weltmeister gehabt. Wir sind hoffentlich dabei, dies Mal wieder einen neuen Weltmeister bekommen. Der junge Mann musste erst noch Bundessieger werden. Und damit die Mission Dachdecker-Weltmeister erfolgreich verläuft, trainiert Dennis Uslu. Natürlich in Main. Denn nächste Woche am Montag und Dienstag der Bundesentscheid auf mich zu. Es ist halt ein Wettbewerb für die Leute, die den Landessieger gemacht haben, also die Besten aus ihrer Gegend sind. Ja, jetzt bin ich hier am Üben. Ja, ich fühle mich eigentlich hier sehr gut aufgehoben und fühle mich auch wohl hier. Wohl fühlt sich hier auch Jenna Kowalski aus Andernach, die in Main auf Meisterkurs ist. Eine Dachdeckerin, das ist eher selten, doch für die 19-Jährige ging damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ja, es war eigentlich schon klar, seitdem ich 3 Jahre alt war, weil mein Vater vor 15 Jahren eine Firma gegründet hat und ich die dann irgendwann mal übernehmen möchte. Klare Ziele, für die sich die Dachdeckerin hier das nötige Rüstzeug holt. Jährlich sind es 80 bis 90 Meisterschüler im Dachdeckerhandwerk. Darüber hinaus 15 Klempner, die hier meisterliches Handwerk erlernen. Dazu gehört aber auch der Umgang mit Hightech auf dem Dach. Ein Dach schützt ein Haus vor Witterungseinflüssen. Aber nur der Schutz vor Sturm und Regen, das war gestern. Heute dient das Dach vielmehr als Technologieplattform, zum Beispiel für Photovoltaikanlagen. Herr Höfer, wie stellt sich das Fachhandwerk auf diese Herausforderungen ein und welche Trends erkennen Sie bereits? Wir sind eigentlich in der Technologie mittendrin. Wenn es heißt, in der Photovoltaik arbeiten wir sehr mit der Industrie zusammen, aber auch mit dem Handwerk,
So war im Solarthermiebereich mit dem Heizungsbauer, als auch mit dem Elektriker im Bereich der Photovoltaik. Der nächste Trend, den wir haben, das wäre die Wärmedämmung. Bei der Wärmedämmung ist es wichtig, dass wir hier die Energieeinsparverordnung einhalten. Dann hätten wir auch zum anderen das Gründach, was zu wenig einfach gefordert ist. Wir haben zu viele Flachdächer, wo eigentlich ein schönes grünes Dach draufkommen kann. Und es zeigt also eine schöne Landschaft auch von oben. Und das Zweite wäre auch die Farbe auf dem Dach, dass man hier ein bisschen Mut hat, auch die Farbe zu zeigen. Farbe, Gestaltung und Technik lassen sich bei der Photovoltaik besonders elegant verbinden. Oswald Höfer weist darauf hin, dass wir hier im Koblenzer Großraum dieses 100-Dächer-Programm haben, wo halt die Photovoltaikanlage über den Staat mit gefördert wird. Viele spannende Eindrücke, Aussagen und Erlebnisse also. Um spannende Eindrücke und Erlebnisse geht es auch am kommenden Wochenende bei der Nacht der Technik und dem Markt der Möglichkeiten in den Berufsbildungszentren der Handwerkskammer Koblenz. Informationen dazu gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz. Wir freuen uns auf Sie.